Präsentiert von Vulcano Brennstoffe. KPE ist unser Pelleteinsatz für Kamine und Kachelöfen. Das ist gedacht und entwickelt worden zur Nachrüstung alter Kachelöfen. Wir haben hier ein Produkt, was im fortgeschrittlichen Stadium ist als Prototyp und gerade bei uns in der Firma zu Ende entwickelt wird. Wichtig ist an diesem Produkt zu sagen, dass wir hier ein sehr schönes Flammenbild haben und Flamme ist sehr schön bei einem Kachelofen, um zu gucken, wie das Produkt gerade funktioniert. Bei geschlossenen Fenstern ist das nicht möglich. In diesem Fall können Sie eigenständig kontrollieren, ob der Ofen gerade an ist oder nicht, moduliert und ob gerade die Verbrennung gut vorangeht. Außerdem wichtig zu sagen ist, wie bei allen unseren Öfen, ob luftgeführt oder wasserführend, auch in diesem Fall, nur beim normalen Öffnen der Tür und Ausziehen der Aschenlade, haben wir die Möglichkeit, das Gesamtprodukt zu reinigen. Das nennt sich bei uns Speedy Clean System und zwar mit einem normalen Aschesauger komme ich zu allen wichtigen Teilen. Auch in diesem Fall haben wir ein Rauchrohrwärmetauscher, das heißt, der Rauch geht durch Rohre und dadurch wird die Luft aufgewärmt. In diesem Fall ist sehr wichtig zu sagen, dass die Luft vom Installationsraum wird durch diese Gitter reingeholt von dem Produkt, von dem Einsatz, aufgewärmt und dank zwei Ventilatoren, die im Produktumfang sind, weitergeleitet. Und somit kann die Struktur aufgewärmt werden. Es ist wichtig, weil nicht alle Kachelofeneinsätze sehen vor diese Möglichkeit, die Luft, die aufgewärmt wird, auch weiterzuleiten. In diesem Fall ist es gegeben, schon produktseitig. Das ist kein Zubehör, sondern die zwei Ventilatoren sind standardmäßig dabei. Diese Gitter dienen nicht dazu, die Warmluft rauszupusten, weil, wie gesagt, die Warmluft wird nur weitergeleitet in dem Sinne. Wir haben hier ein Fassungsvermögen vom Pelletsbehälter von 15 Kilogramm. Wir haben die Möglichkeit, das aufzuladen durch eine Schublade und hinzu wird das Zubehör auch eine Rutsche mit einer Tür, die eben installiert werden kann, wenn es die Möglichkeit gibt, auch die Pellet an der Seite befüllen zu können. Dieses Bild gibt uns die Möglichkeit, das Innenleben von dem Produkt zu sehen. Hier sehen Sie ganz genau, welcher Weg die Kaltluft macht, bevor es aufgeheizt wird und durch die Ventilatoren weitergeleitet wird. Und diese rote Pfeilchen, die Sie hier sehen, gehen eben als Luftkonvektion in den Raum weiter, so dass es auch draußen im Raum, im Installationsraum schön warm wird. Es ist eine statische Brennschale, die in dem Sinne die Asche in eine Aschenlade herunterfallen lässt, die ganz leicht zu entleeren ist. Der Einsatz ist auf Schienen, sodass im Fall von Wartung rausgezogen werden kann und alle Bauteile leicht zugänglich sind. Aber es ist wichtig zu sagen, dass zur Reinigung es ist nicht notwendig, das Produkt rauszuschieben.